Den Finger bitte. Ja? So. Yeah.
Ich will die. Alle beide? Mhm. Wollen Sie eine Tüte? Ja, ja, bitte. Dann viel Spaß. Thank you.
Es gibt Kaffee für dich. Wie schade. Er war so ein tapferer Mann. Waren Sie für ihn zuständig? Nein. Ich rufe seine Familie an. Sie haben sich vertan. Das sind 80 Cent zu viel. Ich habe mich nicht vertan. Sehen Sie? Ich zeig's Ihnen. Der Kuchen kostet 4,15 und nicht 4,95. Der Kuchen ist heute reduziert. Sie haben nicht den richtigen Preis eingegeben. Scannen Sie ihn nochmal. Entschuldigung. Wenn Sie auf dem Formular hier Ihren Namen und Ihre Kontonummer eintragen, werden wir Ihnen den Betrag überweisen. Entschuldigen Sie vielmals. Kann ich den Rest nicht zurückkriegen? Wir haben kein Bargeld. Man kann in unseren Läden nur bargeldlos bezahlen. Alles geht heutzutage elektronisch. Ja. Entschuldigen Sie bitte nochmal. Aber trotzdem will ich mein Geld jetzt bar zurück. Aber ich habe doch gesagt, dass... Das habe ich verstanden. Soll ich den Geschäftsführer rufen? Ja,
Danke. Hans, Kasse 5, bitte. Ich habe bei dem Kuchen einen falschen Preis eingegeben. Das war Ihr Fehler. Aber ich kann damit leben. Danke vielmals. Entschuldigung, es ist noch etwas früh für mich. Ich bin noch nicht ganz wach. Das war mein Fehler. Kann ich dir helfen? Sehr gern. Das ist lieb von dir. Ich weiß nicht, wer von uns beiden müder ist, du oder ich. Ist jemand bei dir? Nein, ich find's nur nicht schön, in eine stille Wohnung reinzukommen. Einen Moment. Hast du keine Angst, dass jemand da drin den Schlüssel findet? Wenn es ein junger, hübscher Mann wäre, wäre das doch ganz nett. So schnell hat das noch niemand geschafft. Und jetzt geht es in die nächste Runde. Wir dürfen gespannt sein, wer diesmal schneller ist. Und das Team Hendrik und Peter. Und jetzt bitten die Marianne in die Die Verlierer sind viel besser. Sie haben diesen erstaunten Blick so ahnungslos. Komm, gib ihr dein Glas. Auf die Verlierer. Auf die Verlierer. Ich finde, du siehst sehr traurig aus. Ach ja.
Bist du allein? Nein, nicht wirklich. Hast du jemanden? Ein Mann, eine Frau, eine Affäre? Eine Affäre. Und wie ist er? Hallo. 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 Ja. Gib sie ihr. Bitte, für dich. Wie schön. Ja, für dich. So. So. Wow. Irre. Hier, bitte. Wow. Wow. Was für eine tolle Aussicht. Eine wundervolle Aussicht. Du hast echt Glück. Habt ihr gleich einen Parkplatz finden können? War einfach. Und wie lang war die Fahrt? Fast eine Stunde, aber 20 Minuten davon standen wir im Stau. Vor fünf müssen wir weg, sonst stehen wir wieder im Stau. Und Rick hasst Staus. Ja, klar, ich auch. Heißt das, du hast endlich ein Auto? Nein. Clever. Ein Auto ist schön, aber es kann auch ganz schön lästig sein. Zum Beispiel, wenn du keinen Parkplatz findest. Kaffee? Oh ja, bitte. Gern. Sehr schön, danke. Danke. Das Licht im Badezimmer geht nicht. Soll ich das reparieren, Marianne? Nein, danke. Doch, mach es, Ricky. Das ist einer der Vorteile, wenn man einen Mann hat. Sie können Lampen reparieren. Das habe ich gehört, Linda de Vries. Die Wände könnten etwas Farbe vertragen. Ich mag Weiß. Thank you.
Es dauert nicht mehr lang. Sie können ihn schon waschen. Das war ein Scherz. Heißen Sie Marianne oder Marion? Marianne. In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie schon in vielen Krankenhäusern gearbeitet haben. Ich finde es sehr nett hier. Ah ja? Ja. Sind Sie verheiratet? Ich habe eine Tochter. Nett. Gut. Lass mich rein, kleines Schweinchen. Ich bin einsam. Ich bin einsam. Thank you.
bin so einsam. Ich will dir helfen. Bitte. Kannst du mich sehen? Thank you.
Ich habe einen Fehler gemacht. Vergib dir selbst. Nein. So einfach ist das nicht. Dann geh in die Kirche. Die verstehen was vom Vergeben. Ich bin nicht gläubig. Ich auch nicht. Aber was tust du dann mit deinen Sünden? Leider kann ich meine liebste Sünde nicht mehr begehen. Und was tust du mit den Sünden, die du schon begangen hast? Ich vergebe mir selbst. Ist jemand gestorben? Warst du dabei? Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich vergebe dir. Nein, danke. Anne, wir reden nicht sehr oft miteinander, aber ich finde dich sehr nett und will dich was fragen.
Ja, natürlich, klar. In letzter Zeit fühle ich mich seltsam. Weswegen? Wovor? Ich spüre das, was auf mich zukommt. Was? Weißt du was? Du musst zu dir selbst gut sein. Wenn du nicht gut zu dir selbst bist, dann kannst du auch keinem anderen etwas Gutes tun. Verstehst du? Mach irgendwas Schönes. Ernsthaft, geh shoppen. Oder ficken. Du musst mehr unter die Leute gehen. Eine Freundin von mir macht demnächst eine Fete. Komm doch mit. Nein, nein, ich muss bei meiner Tochter sein. Siehst du, genau das meine ich. Mach mal was für dich selbst. Du hast recht. Danke, danke. Ja klar, gern. Das wird schon wieder. Ich gehe wieder rein.
durchgekommen ist. Das ist Karin. Hallo. Freut mich, dass du da bist. Hi. Hallo. Das ist für dich. Dankeschön. Das ist Wodka. Super. Toll. Ich lege ihn mal ins Gefrierfach. Hol dir was zu trinken. Wir reden später weiter. Schön hier. Bis gleich. Ja. Hast du eine Zigarette für mich? Ja, aber ohne Filter. Das macht nichts. Wie lange kennst du Karin? Oh, ich kenne sie nicht. Ich meine, jetzt schon, aber nicht bevor ich hergekommen bin, weißt du. Sie ist eine Freundin von einer Freundin. Das ist lustig. Wieso? Was ist lustig? Ich wurde auch von einem Freund eines Freundes eingeladen. Verstehe. Das ist ein Zufall. Zufälle sind lustig. Hier, bitte. Danke. Zum Wohl. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Was machst du? Beruflich? Ja. Ich bin Verkaufsleiter. Mhm.
Und du? Ich bin Krankenschwester. Interessant. Du siehst nicht wie eine aus. Nein? Nein. Wie sehe ich denn aus? Wie eine Zahnärztin? Wie eine Kellnerin? Wie eine Schauspielerin. Magst du Filme? Ja, klar, sehr. Was ist dein Lieblingsfilm? Dr. Zhivago. Wirklich? Ja. Das ist auch mein Lieblingsfilm. So ein Zufall. Ja, lustig, ja? Eine schöne Wohnung. Tut mir leid. Was? Ich glaube, ich gehe. Nein, das geht nicht. Bitte. Bitte. Ich gehe. Nein. Du darfst nicht. Bitte bleib.
willst, dass ich bleibe? Ja. Ja? Ja. Fleh mich an. Komm her. Kriech her. Nicht anfassen. Nur zusehen. Sieh mich an. Ich mein Gesicht. Blöde Schlampe. Sieh auf meinen Schwanz. Sieh ihn dir an. Komm schon. Mach schon. Sag, was versaut ist. Was? Sag, was versaut ist. Hör auf damit, du blöde Schlampe! Hör auf damit! Du hast mir mein Herz entrissen. Meine Liebe. Hör auf zu reden. Hör auf zu reden. Das vom Tau. Die Tropfen. Hör auf damit. Dein Haar ist voller Tau. Die Tropfen der Nacht. Du bist meine Liebe. Liebe mich bitte. Geh weg.
Ich